Bewusstsein. Thomas von Kempen fordert den Einzelnen auf, dass du überall und in allem, was du tust, in jedem äußeren Werke, bei dir im Innersten zu Hause seist, frei und deiner mächtig, dass alle Dinge unter dir seien und nicht du unter ihnen, dass du der Herr und Regent deiner Handlungen seist und nicht Knecht und gekaufter Sklave derselben.